Ich zeig dir heute, wie du dir einen R&B-Beat in Logic Pro X produzieren kannst, und zwar nur mit Logic Software-Instrumenten. Hi, falls du neu hier bist, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du Musikproduktion in Logic Pro X machst. Falls du nicht neu bist und schon Abonnent bist, ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnliches Thema für meinen Kanal, deswegen bin ich darauf angewiesen, auf deine Meinung, also bitte gib mir Bescheid, ob du das gut findest mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und wenn dir das nicht gefällt, was ich jetzt mache, hier R&B-Beats bauen, moderne Musikproduktion, dann gib mir auch Bescheid, dann mache ich das in Zukunft nicht mehr. Jetzt fangen wir einfach mal an und schauen mal, wie es ankommt. Ich fange beim Beats bauen am liebsten immer mit den Drums an und deswegen suchen wir uns jetzt hier mal einen Drum Kit raus. Es geht um R&B und da ist das Neo Soul Kit ganz gut. Und ich habe hier meine Geschwindigkeit schon auf 106 BPM gestellt. Das passt ganz gut jetzt zu dem, was ich vorhabe, und dann fange ich einfach mal an. Okay, ich habe das Ganze kurz quantisiert und wir machen einfach mal mit dem Piano weiter. Was hier ganz gut passt immer, erstmal neue Spuren legen, ist so ein 80s Piano hier. Ich glaube, das ist das 80s FM Piano. Das ist sehr, sehr schön und auch sehr gut für diesen Zweck geeignet. Ja. Das gefällt mir jetzt gut, das heißt Soft Analog Pad aus der Pad Section hier in Logic selber. Das passt richtig gut zum Piano hier. Zeit für ein Bass. Okay, versuchen wir die Sache noch ein bisschen zu verzieren mit irgendeinem Plug-Synth. Ich habe so einen Plug-Synth im Ohr, irgendwie so ein, oder so einen Lead-Sound. Mal schauen. Suchen wir mal nach Percussion und nehmen einfach Studio Percussion. Solo Sound. Ja, ich bin leider kein besonders großer Solo-Keyboarder vor dem Herrn, auch überhaupt kein großer Solist, egal auf welchem Instrument. Wenn dir sowas gefällt, bisschen Musikproduktion in Logic Pro X, dann schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare, welches Genre dich am meisten interessiert, dann probiere ich da mal in die Richtung was zu machen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo, und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!